Makchi tambui khanspewa ebi Makchi tambui ampiri Makchi tambui khanspewa ebi mampewa khoka hino da hontani kaitai iwe meitai nankaya yamuni ewajite nankaya yamuni ewajite Es sind nicht die Wölfe, die die Natur bedrohen, nicht die Bären, nicht die Wale. Es ist allein der Mensch. Wir müssen also nicht das Verhalten der Tiere ändern, sondern unser eigenes Verhalten. My Indian name is Bine Sikwe. Mein indianischer Name ist Bine Sikwe, Donnervogelfrau. Ich habe ihn von Fred Weaver, der für mich wie ein Großvater ist. Alle Ureinwohner sind durch Gebote an bestimmte Orte gebunden. Wenn wir Anishinaabeg, den wilden Reis, ernten, sollen wir dafür Tabak opfern. Das Tabakopfer ist unser Telefon zum Schöpfer. Wir müssen den Reis mit einer Zeremonie feiern und uns bedanken. Das gilt auch für unseren Mais. Wir müssen immer wieder unsere Beziehung zur Schöpfung erneuern. Der Norden Minnesotas, gepriesen als Land der 10.000 Seen, Quellgebiet des Mississippi und Heimat der Ojibwe-Indianer, die sich selbst Anishinaabeg nennen. Hier liegt das Heimatreservat von Venona LaDuke, White Earth. Der Name nimmt Bezug zur weißen Tonerde in den Gewässern. Hier im Inneren Nordamerikas wächst der wilde Reis, der in der Kultur von Venonas Volk eine zentrale Rolle spielt. Die Anishinaabeg nennen ihren Reis Manumin, Geschenk des Schöpfers, das im Wasser wächst. This is the reservation my father's family is from. And I used to come as a child sometimes. Dies ist das Reservat meines Vaters. Ich kam als Kind oft hierher und als ich das College hinter mir hatte, bin ich ganz hergezogen. Das war vor etwa 20 Jahren. Ich bin mit einer ganzen Menge Leute hier verwandt. Meine Mutter hatte keine Geschwister. Mein Vater hingegen 11. My father had 11. So I have a pretty big set of relatives that lives up here.